Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nach einem Raubüberfall auf die Neunkirchner Spielhalle sollte von einer eingesetzten zivilen Streifenwagenbesatzung am Montag gegen 1:30 Uhr ein verdächtiger dunkler Opel Vectra mit Essener Ausfuhrkennzeichen auf der Kölner Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer des insgesamt mit drei Personen besetzten Vectra missachtete jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete von Neunkirchen über Seichendorf Wilden auf die BAB 45 in Fahrtrichtung Dortmund bis nach Siegen. Hier endete die Flucht schließlich in der Hambergstraße. Die Täter sprangen dort aus dem noch rollenden Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter. Ein Täter, ein 22-jähriger Mann, konnte festgenommen werden. Die beiden anderen Täter sind noch flüchtig. Der zweite Täter verlor aber auf seiner weiteren Flucht seine Lederjacke mit seinem darin befindlichen Ausweis, sodass seine Identität der Polizei auch heute schon bekannt ist. Im Kofferraum des jetzt sichergestellten Opel Vectra fanden die Beamten mehrere hundert Kilogramm hochwertige Edelmetalle, die aus einem Diebstahl stammen dürften. Die Ermittlungen der Siegener Kripo dauern diesbezüglich noch an. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.